Mein Name ist Christine Kronfuß. Ich bin am 3. November 1950 geboren, aber nicht hier auf der Insel. 1954 dann mit der Familie hierher gezogen und auch hier aufgewachsen, hier zur Schule gegangen. 1989 gab es eigentlich zwei Wendepunkte in meinem Leben. Einmal, dass ich mich von meinem Mann getrennt habe, aber nicht wegen der Unruhen im Land, sondern eben wegen der Unruhen in der Familie. Dann, dass ich meinen Beruf nicht zu Ende ausführen konnte, aber ich habe etwas sehr Schönes anderes kennengelernt. Und meine Älteste lebt jetzt in Norwegen mit der Familie. Meine zweite Tochter lebt in Hamburg, meine Jüngste auch. Und meine dritte Tochter in der Nähe von Bad Doberan. Und die würde unheimlich gerne hier wieder zurückkommen. Diesen Platz hier habe ich mir ausgesucht, weil mich dieser Platz so ein bisschen verbindet, auch mit meinen Vorfahren. Mein Urgroßvater hat diesen Wald gepflanzt. Er kam als junger Mensch, als junger Förster hier nach Rügen und bekam den Auftrag, hier diese schmale Heide, eine Verbindung zwischen Bukran und Binz, zu bepflanzen, sich was einfallen zu lassen. Es war eine reine Sandwüste. Man hatte Mühe, hier mit Pferdegespann bis Binz durchzukommen. Und dann hat er Kiefernpflanzen aus der kurischen Nährung geholt, Topfpflanzen, und diese hier dann in den Sandboden eingesetzt. Und was wir heute hier sehen, das sind diese alten Kiefernpflanzen. So eine Kiefer, die wir jetzt hier sehen, kann mit 60, 70, 80 Jahren geerntet werden. Sie braucht nicht so lange, bis sie so groß gewachsen ist. Aber die Bäume sind jetzt hier 150 Jahre alt. Und was sind da 25 Jahre? Das ist ein Klacks für so einen Baum.